Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge GTA Tuners. Ja, Winter Edition, es schneit im Moment in GTA und ich hau keine Infos zum Stream raus, das sage ich gleich vorab, weil ich nicht weiß, ob das Video oder die GTA Tuners Videos jetzt vor oder nach in GTA Livestream kommen. Das neue DLC ist draußen, das GTA Contract DLC ist draußen. Wir werden es uns im Stream mal anschauen, nicht hier in den Videos. Das einzige, den Baller hier, wie heißt der? Baller ST. Den gab es über Weihnachten geschenkt, der ist aus dem neuen DLC. Und den habe ich jetzt einfach mit in die Etage reingepackt, weil es den ja eh geschenkt bekommt. Und dass Schnee liegt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir haben in der Etage 1, 2, 3... drei, sagen wir mal vier Geländefahrzeuge mit dabei. Und ich würde sagen, mit denen fangen wir jetzt auch an. Und weil das Contract DLC einfach das neueste ist, fangen wir jetzt einfach auch mit dem Baller aus dem DLC an. Ja, mal schauen. Eigentlich war es ja immer so, dass dass der Schnee nach den Feiertagen immer weg war. Und dann erst Silvester wieder kam. Aber tatsächlich, irgendwie ist der Schnee immer noch da. Mal gucken, ob er im Stream immer noch da ist. Es ist der erste Tag nach den Feiertagen, also sprich der 26. Oder der 27. ist. Oder 26. Keine Ahnung, auf jeden Fall der erste Tag nach den Feiertagen. Und es liegt immer noch Schnee. Wenn jetzt im Stream immer noch Schnee liegt, ist ja egal. Ich finde den Schnee ja gar nicht so schlimm. Es gab halt dieses Jahr nur kein Weihnachtsspecial hier aus GTA direkt. Da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf dieses Jahr, weil es ist ja trotzdem irgendwie immer dasselbe. Und deswegen reicht ja, aber wir werden trotzdem wieder streamen, ja, einfach das neue DLC mal auschecken. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Baller ST hier an. Auf der Rückfahrt gönne ich euch ein paar Facts zum Baller, weil der ist ja schon länger im Spiel. Ja. Aber ballern wir den jetzt erstmal in die Werkstatt rein und schauen mal, was da geht. Übrigens, das ist jetzt die erste Aufnahme mit den neuen OBS-Einstellungen. Ich hoffe, dass das alles passt und funktioniert, so wie es sein soll. Vom Streaming her ist es immer noch nicht das Allerbeste tatsächlich, aber besser als vorher auf jeden Fall. Aber aufnahmetechnisch müsste es eigentlich eine 10 von 10 sein. Was die Tests ergeben haben zumindest. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier den Baller an. Wir haben Panzerung, können wir draufhauen, er ändert sich tatsächlich nichts. Ich dachte tatsächlich, dass der echt Panzerung ändert, Bremsen. Die klatschen wir auf jeden Fall mal drauf, wobei die sehen wir ja auch nicht. Stoßstange, ich habe mal so ein paar Frontsplitter hier. Dann nehmen wir mal nicht so einen krassen, wobei die sind alle schon echt krass, ne? Nehmen wir den hier, den Rennsplitter. Ich will den, wir mal gucken, was wir so machen können. Das machen wir auf jeden Fall farbig, da habe ich Bock drauf. Motor packen wir auf jeden Fall auch drauf. Wir wollen mal gucken, was er kann. Auspuff. Kleine Rohre, eckige Rohre, dicke Rohre, dicke Rohre. Poliert war es. Kleine Rohre. Wir machen diese polierten, die finde ich ganz cool. Kühlergrill, schauen wir mal, was da geht. Offen. Offen finde ich immer hässlich, bin ich ganz ehrlich. Carbon mit einlassen. Carbon hier drüben mit einlassen. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich den hier, der mit ein bisschen hoch. Aber trotzdem noch lackiert. Hupe lassen wir mal weg. Lichter. Warten wir mal ab. Schauen wir mal, was. Oh, Design, okay. Weißer Streifen, roter Streifen. Mega Renndesign. Von dem Basketballteam hier. Das könnte man auch ganz cool machen. Nochmal so eine Art Renndesign hier, nochmal so ein komplexe Streifen, okay. Aha, das ist diese Modemarke hier in dem Game. Oh, geil. Space Rangers Design, das sieht geil aus. Was haben wir hier noch? Ich denke, dass wir auch noch, ja genau, wir haben auch dieses Weihnachtsdesign. Und ich glaube, das werden wir uns gönnen als kleines Weihnachtsspecial. Und ich feiere diesen Weihnachtsmann mit den Pistolen einfach. Wir werden das als bisschen als Weihnachtsauto machen. Weil es ist ja sozusagen das Weihnachtsgeschenk von Rockstar, dieses Auto. Falls ihr es verpasst habt, dann ist es halt einfach so. Das heißt,
Schauen wir mal, was wir jetzt hier machen können. Also wir können erstmal primär. Ich würde es wirklich gern ziemlich rot halten, das Auto. Weil es halt dann doch einfach ein Weihnachtsauto sein soll. Einfach rot ist das einfachste. Sekundär, schauen wir mal, was da geht. Da geht nichts. Da geht gar nichts. Aber ich glaube, dass der Sekundär-Shit einfach alles das ist, was jetzt Design ist. Deswegen können wir den weglassen. Ausstattungsfarbe haben wir hier drin ganz viel. Den machen wir da direkt auch einfach fettrot rein. Das ist ein richtig schönes rotes Ding. Wir klatschen auch ein Crew-Emblem drauf, weil ich werde das Auto auf jeden Fall behalten als Weihnachtsgeschenk. Und wenn das Ganze schon zu rot ist, gehen wir mal zu Lichter und hauen auf jeden Fall auch fettrote Neon-Kits drauf. Das wird ein richtig rotes Auto einfach. Komplette Eskalation. Die Scheinwerfer klatschen wir auf jeden Fall auch rot drauf. Komplett Eskalation jetzt hier mit Rot. Überrollkäfig, schauen wir mal, was er hier macht. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Nee, brauchen wir keinen. Dach. Haben wir hier dieses Ding drauf. Dann in verschiedenen Farben. Dann die zwei davon. Flaches Dach. Mit Carbon, mit Carbon. Ich würde sagen, wir machen ein so ein Ding drauf, aber in Rot. Oh, das gibt's gar nicht, das Einzelne. Na, machen wir es in Schwarz drauf, egal. Ich finde, es sieht ganz, ganz, ganz cool aus. Seitenverkleidung haben wir hier so mit oder ohne Flosse. Wir nehmen das ohne auf jeden Fall. Spoiler, schauen wir mal, was er da machen kann. Bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Carbon, Carbon, Carbon. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Spoiler, machen wir schon. Sonnenblende. Brauchen wir keine, das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie habe ich den Drang, den richtig tief zu machen. Bei das fast, wir machen das nicht ganz tief, wir machen das nur so tief. Getriebe klatscht man natürlich auch rein. Turbo muss natürlich auch. Reifen. Boah, da machen wir irgendwas Fettes drauf. Aber ich würde die gern. Ich glaube, wir machen einfach die hier. Die sind einfach klassische Reifen. Und machen die aber weiß. Jawohl, das sieht sick aus, finde ich. Reifenmuster, noch mal keins. Wobei, doch, das sieht geil aus. Das machen wir drauf. Reifenverbesserung auf alle Fälle auch, weil ich behalte die Karre und Reifenqualm. Machen wir auch einen roten, wenn wir eh schon im Rot drin stecken. Fenster. Machen wir ganz dunkel. Und was ich jetzt noch umändern will, ist Panzerung. Die hauen wir auf jeden Fall noch drauf, weil ich das ja, wie gesagt, behalte. Oder Bremsen haben wir schon drauf. Ja, das ist dann das Auto. Sieht echt geil aus. Verlassen wir die Arena mal. Wie gesagt. Der Baller ist ja schon seit Anfang an im Spiel mit drin. Und den gab es auch ganz normal zu kaufen. Es gab jetzt zwei Stück. Einmal den neuen und den alten. Der alte war vorne wegen eckig. Der neue. Es sieht ungefähr aus wie der hier, nur ein bisschen kürzer. Und die konnte man immer auf der Straße finden. Und die waren in der Werkstatt zum Verkaufen, waren die 9000 Dollar wert. Und wer dann da damals zu PS3-Zeiten gegrindet hat, hat die immer mitverkauft, immer nach denen gesucht. Das weiß ich noch. Weil die halt einfach 9000 mit einmal gebracht haben. Und ich, als ich da die Grind-Zeiten auf der PlayStation waren dann immer so, dass ich eine Garage komplett vollgeschlichtet habe mit den Autos, sondern immer so welche zockt habe, immer ab und zu mal einen verkauft habe, wenn es halt ging. Man konnte ja nicht permanent verkaufen. Ja, aber ansonsten gefällt er mir halt echt, echt gut, ne? Das ist mal wieder ein cooler SUV, wie der Toros war ja der letzte coole SUV meiner Meinung nach. Da gab es ja noch diesen BMW-Verschnitt, den fand ich aber nicht so geil. Aber der ist echt mal wieder geil und der Baller ist einfach legendär. Wir werden auf jeden Fall ja auch die anderen Ballers noch tunen hier, wenn das hier wieder weitergeht. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen unser Weihnachtsgeschenk getunt mit dem Baller ST. Ja.
Das war es ja dann eigentlich auch schon dazu. Sieht echt fett geil aus mit dem Weihnachtsdesign. Und ein bisschen das Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr. Ich meine, letztes Jahr gab es ja dieses Auto mit der Schleife. Und jetzt gibt es ja kein direktes Weihnachtsgeschenk, aber also kein direktes Weihnachtsauto. Aber das hier gibt es kostenlos. Und dann mit dem fetten, coolen Design. Ich glaube, auf diesen anderen Sportwagen könnt ihr auch das Weihnachtsdesign drauf machen. Aber der kostet halt. Ich zeige euch den jetzt einfach mal kurz. Aber ist eh schon egal, weil wenn das Video rauskommt, ist Weihnachten ja wahrscheinlich eh schon zu Ende. Genau auf den hier könnt ihr auch das Weihnachtsdesign drauf klatschen. Ja. Aber wie gesagt, das DLC selbst schauen wir uns dann an, wenn wir streamen. Genau, wann das ist, weiß ich noch nicht. Aber wird wahrscheinlich vor dem Video sein, wenn das Video rauskommt, war das Stream schon. Gut, mal schauen, was wir als nächstes machen. Aber bis zum nächsten Mal erstmal. Tschüss.